Hallöchen Leute, willkommen, wir sind wieder da, wir sind lustiger, wir sind entspannter, wir sind wieder aus Dubai da, aus unseren Flitterwochen. Ich habe eine frische Lieferung bekommen, als ich schön aus dem Flugzeug ausgestiegen bin, heim angekommen und dann kam dieses Amazon-Paket, das wo ich mich schon sehnlich drauf gefreut habe, dass endlich der Yoshi Wall Amiibo bei mir daheim am Start ist. So knuffig, so süß, so atemberaubend. Ich bin Davy und ich tue euch ganz herzlich zurück begrüßen. Wir sind wieder da und natürlich kommt morgen gleich Splatoon für euch. Ganz frisch mit schöner Würze. Wie ihr seht, hier habe ich einen Yoshi Wall Amiibo gerade in der Hand. Oh, süß. Oh, der ist so knufflig, flauschig. Oh, wie süß. Ja, dieses schöne Amiibo-Zeichen. Der ist wirklich aus Wolle. Der ist ja richtig cool gemacht. Also, da sag ich mal, haben sich die 19 Euro, wie viel auf Amazon kostet. Ich hab's noch geschafft, von Amazon zu bekommen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ey, süß. Es kommt ja auch in Jahren Woll-Yoshi da raus und der wird 50 Euro kosten und ist circa 50 cm groß. Also, falls ihr diesen Woll Yoshi wollt, als Amiibo natürlich. Aber er ist knuffig und ich weiß es. Und da haben wir die spezielle Amiibo. 30 Jahre Super Mario Brothers. Seeds me, Mario. Ja, der Pixel Mario mit den Originalfarben ist auch in meinem Besitz. Ich habe ihn auch noch zugreifen können auf Amazon, als ich in Dubai war. Habe ich geguckt ab und zu, welche Amiibos gerade verfügbar sind. Und da habe ich gesehen, ich schnapp sie mir gleich beide. Und dann ist er glorreiche Pixel Mario auch in meinem Besitz. Ich habe auch noch die neue Farbe, natürlich die modernen Farben, auch mir bestellt. Aber da muss ich drauf warten, bis er rauskommt. Und das ist Ende Oktober. So, komm jetzt mal her. So richtig klotzig, blorockig, so pixelig. Ja, man merkt eigentlich jede Kante. Aber trotzdem, es sieht einfach nur cool aus. Super Mario Brothers 30 Jahre Anniversary. Eine unfassbare, schöne Amiibo. Also mir gefällt sie auf jeden Fall. Ihr könnt sie auch natürlich in Super Mario Maker einfügen. Und dann bekommt ihr den extra giganten Pilz. Wenn ihr es natürlich macht. Und natürlich die verschiedenen Amiibo-Funktionen. Da habt ihr beide Amiibos nebeneinander. So süß und knufflig. So Leute, ich tue mich jetzt verabschieden. Und wir sehen uns morgen bei Splatoon und einem Let's Test. Ansonsten am Montag starten die neuen Projekte. Euer Davy. Bis morgen. Tschüssi. Kowski.